Natürlich haben sich nicht alle damit begnügt, zu Gott zu weinen. Dieses Lied ist von Morris Rund, Bäckergeselle, der auch Lieder geschrieben hat, Mitglied in der Gewerkschaft der koscheren Bäcker. Und also auch da waren es natürlich die koscheren Bäcker, die gegen die koscheren Bäckereibesitzer aufmucken mussten. Ja, aber dieses Lied handelt von einem Streik der Textilarbeiterinnen, den Mantelmacherinnen, der Cloakmakers. Das war 1910. Der Streik hat gedauert 8 Wochen und die Mantelmacherinnen konnten schließlich bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne durchsetzen. Der Morris Rund hat dieses Lied auf eine Schlagermelodie geschrieben. Bekannt ist sein jeden, von Kind bis zum Säden, der Streik, was hat sich gemacht? Die Clockmakers viele, die Brave, die Stille, gestreikt haben sie Wochen 8. Ihr Schmerzen und Wehen und Jammergeschreien hat man jahrelang nicht gehört. Bis endlich, hurray, war den 5. Juli, als Streik haben sie Gott erklärt. Ja, der Streik, ja, der Streik, der größte Clockmaker-Streik. Gekost viel Geld hat da jeder Baller Boss, am Ende geblieben sind sie mit der Nase. Ja, der Streik, ja, der Streik. Geduld hat 8 Wochen Zeit. Die Bosses Association hat gekriegen Vacation, ja, durch den Clockmaker-Streik. Gekämpft hat da jeder von klein groß gesehen, bewiesen sich alle gestellt. Gebt viel gespalten und doch groß gehalten, gekämpft wie den größten Held. Schrecklich gelitten von die Parasiten hat ihr Clockmaker seit Zeit, bis endlich der Krieg hat geführt zur Sieg und von Sklavheit euch befreit. Ja, der Streik, ja, der Streik, der größte Clockmaker-Streik, gekost viel Geld hat da jeder Ballerboss, am Ende geblieben sind sie mit anders. Ja, der Streik, ja, der Streik, Geduld hat 8 Wochen Zeit. Die Bosses Association hat gekriegen Vacation, ja, durch den Clockmaker-Streik. Die Bosses, die Bande, gezeigt sehr Schande, hat ihr Clockmaker seht. Es ist euch gelungen, die Bosses zu zwingen, obschaffen die Sklaverei. Drum Arbeiter, Ende, geplombte, gequälte, gekost hat euch der Sieg Blut. Drum nehmt euch alles, ihr sollt nicht vergessen und immer nur kämpfen mit Mut. Ja, der Streik, ja, der Streik. Der größte Clockmaker-Streik, gekost viel Geld hat da jeder Ballerboss, am Ende geblieben sind sie mit der Nase. Ja, der Streik, ja, der Streik, gedauert hat 8 Wochen Zeit. Die Bosses Association hat gekriegen Vacation, ja, durch den Clockmaker-Streik.